Browser-Freunde hier bei den Sims 3. Seid uns ganz recht herzlich willkommen. Der Graf begrüßt euch stilgerecht im aristokratischen Gewande und ja, ihr geht jetzt mal napfeln irgendwie. Napfeln ist hier irgendwie zur großen Sucht geworden. Ich weiß nicht, alle wollen Näpfe füllen. Jetzt, wo es keine Eismaschinen mehr im Haus gibt, sind die alle noch am Näpfe füllen. Und was gibt's denn da zu lachen, Alter? Ah ja, hier draußen steht ja auch noch ein Napf. Stimmt, hatte ich vergessen. Ja, der ist sogar leer. Hier liegt das ganze Spielzeug rum. Naja, wie gesagt, in der Staffel, dann in der nächsten, in der zweiten Staffel, die mit euren Sims. Hier, das Techno-Klo hat man noch gar nicht gesehen. Bagheera demonstriert es hier mal ganz kurz, das Techno-Klo. Der Graf guckt sich das an. Ja, ein Graf, ne? Das hat es vor ein paar hundert Jahren, als du noch gelebt hast, nicht gegeben. Hier gibt's das super Hightech-Techno-Klo. Dippidimsi, Alter, jetzt echt mal, hätte ich jetzt so nicht gesagt, aber ja nun, gut, doch, jetzt, ach, jetzt kommt der Ibidibi und räumt ab. Ibidibi, danke Bagheera, das war ein cooles Ding. Ja, genau, so. Oh, was machen die jetzt hier? Oh, die langweilen sich wieder, der Graf ist am Prahlen und Amadeus hat keinen Bock auf die Prahlscheiße. Graf, Alter, was ist los jetzt hier? Oh, er wackelt schon wieder mit dem Kopf, was mit Amadeus? Amadeus? Oh, der Graf ist ein Bekannter. Aber Moment, jetzt mal ganz kurz gucken. Susi? Amadeus, was machst du da? Aha. Okay, er geht eine Runde schachen. Okay, soll er machen. Gewinnt er zwar nicht wirklich einen Blumentopf mit dem Schach, aber ja nun. Ja. Guck mal, was ist denn hier? Siehst du hier lecker dem Grafen angucken? Was macht denn das Kind? Ist er den am Beobachten dort? Ne, aktuell macht's gar nichts. Ja, ist eine Fledermaus, ne? Ist ein Vampir, hast du wohl recht, Süße. Und Bagheera? Beschnüffelt Sissi. Okay, die beschnüffeln sich ein bisschen. Ja, super, ey. Ja, Jungs, Mädels, hier irgendwie, ne? Graf, Alter, du musst ein bisschen irgendwie reinhauen, ne? Ich wusste gar nicht, dass im Grafen so musikalisch ist. Ich meine, der hat ja auch schon mal am Klavier gesessen. Ich glaube, in dem Schloss Dracula, was der gute Production Sims 3 gebaut hat, da hat er ja, glaube ich, oben an der Riesenorgel mal gesessen und auch ein bisschen abgefiedelt, ne? So, Amadeus, du solltest aber gleich mal in die Tonne gehen. Wie sieht's denn hier bei euch so aus? Ja, noch nicht ganz dramatisch. Oh, der Graf, der ist hier, ne, der achtet aber auch nicht auf seine, wie soll ich sagen, Bedürfnisse. Der ist ja scheißegal. Aber dem macht das sogar Spaß hier ein bisschen mit Kopfwackeln und so, ne? Alter, bist du vom Grafen zum Wackeldackel mutiert hier, oder was? Wackeldackel, bing, bing, bing. Ja, super. Verstehe ich nicht, aber ja nun. Ich meine, ich muss es nicht verstehen. Ich, ja. Na, wie Job, Amadeus, irgendwie. Mach mal ein bisschen Rock'n'Roll hier. Ah, Gruzzo, okay. Oh, jetzt, wo du es sagst, hätte ich auch fast gesagt. Also jetzt, wo du es sagst, wird mir das doch klar. Ne? E2, E4, ne? Ja, Freunde, mach jetzt mal ein bisschen Party hier, oder was? Ich will mal gucken, das ist mir... Einschalten. Ich will mal ganz kurz gucken, wie das so aussieht. Ah, das sind so Flammen, okay. Okay, die Dinger haben wir auch noch gar nicht gesehen. Wollen wir mal einschalten? Okay. Ja, ein bisschen coole Beleuchtung hier. Habe ich noch nie gesehen, die Dinger. So einschalten, dieses Licht. Oh, Amadeus kriegt gerade einen Infarkt, weil er müde ist. Alter, geh pennen, hör mal. Was kommt jetzt? Beschnüffelt werden. Okay. Nur lass dich beschnüffeln. Aber die Lampen sind ja cool hier irgendwie, ne? Habe ich echt so noch nicht gesehen, ne? Schöne Disco hier, ne? Ja, super. Und sogar mit Seifenblasen. Wow. Wo kommen die denn her? Guck mal, da guckt der Paparazzi ins Fenster. Das glaube ich ja nicht. Ey, du bist ja mal gar nicht neugierig, ne? Ist ja unglaublich. Oh, die will zum Grafen. Ja, der Grafen, alter Aristokrat, ne? Hatte ich ja schon mal erwähnt, der hat Schmiss bei der Weib. Also was ist hier mit Amadeus? Und dem Grafen auch am Abmüden hier. Bagheera schreit lustig. Oh, die Maschine macht... Sissi guckt sich das ganz in Ruhe an. Guck mal, so viele Seifenblasen. Und ist das Konfetti oder was? Ja, super. Sieht auf jeden Fall cool aus. Habe ich so noch nicht gesehen, meine Freunde. Hatte ich bis jetzt noch nicht. Ja, Sissi macht ein Nickerchen. Super. So, Susi, ne, ist okay. Du musst aber was essen, Kind. Okay.
Stimmt, George ist hier beim Amadeus am Bett am Pennen. Das hier niedlich. Ja, ist halt ein gemütlicher, ne? George mag's gemütlich, träumt lecker von Hähnchen, ne? So, Graf, du gehst jetzt hier echt... Boah, der liegt freiwillig, legt er sich in die Doppeltonne. Bin mal gespannt, wo Susi sich hinhaut, wenn der gute George da am Pennen ist bei Amadeus, ne? Oh, sie ist so fast vertieft in ihre Musik, ne? Oh ja, ey, cool, ich bin der totale Bluesman, Girl, Woman, was auch immer. Cool, Bagheera guckt sich an, was macht Bagheera eigentlich? Ist die da irgendwas da machen? Eigenartigen Sim untersuchen, okay. Ja, Susi. Finde ich ja gut, dass du ja tierisch einer blust, aber ich muss mit dem George schon mal angucken, der ist so. Ich finde den total klasse. Ist der denn nicht süß hier, liebe Leute? Und der bleibt die ganzen Staffeln über drin. Ich glaube, der weiß gerade, dass wir von ihm reden. Ne? Ich träume es von Steinen. Ne? Nicht deine Schmeißen, Alter. Ne? So. Sag mal, Kind, du bist auch wieder Graf. Ne? Du ignorierst alles hier. Hunger, Energie, bla bla. Hauptsache Musik spielen. Ne? Ja, so ist das richtig. Ich war ja in deinem Alter ganz genauso, Kind. Als ich noch ein aktiver Gitarrero war, ey. 60 Stunden am Tag habe ich geübt, jawohl, 60 Stunden. Nein, nicht ganz so, aber na, ich war schon ziemlich, wie soll ich sagen, ich war schon so eine kleine Übesau. So hier, am Ben. Susi, du machst mir jetzt aber langsam ein paar Sorgen hier, das wird alles ganz schön eng da. Nicht, dass du gleich ausrastest, Kind. Wir spulen mal ganz bisschen vor, mal gucken, ob sie da noch, oh, ja, die gibt alles, die kleinen, die dumm, die dumm, dumm, dumm. Okay. Susi, Kind. Oh, gleich fällt sie um. So, guck mal, selbst Bagheera sagt schon, hey, alle gehen ins Bett hier, genug gezupft. Irgendjemand hat geprügelt. Ja, hätte er sich mal geprügelt, hör mal, ne? Mit dem Grafen, dann wäre das Voting vielleicht ganz anders gelaufen. Aber Amadeus muss ja sofort einlenken, ne? So, das ist so hier der Blick, ne, von Susi. Oh, okay, so. Ich meine jetzt nicht den Hintern, sondern hier, ne? Guck nicht, so sieht das aus. Ey, cool, hat das Big Brother aus, ne? Ist ein echt cooler Container, ne? Ist halt ein Container, ist nicht mehr. Ist zwar ziemlich luxuriös, ne? Aber halt ein Container, ne? So, ich gehe hier nochmal auf Vorknipsen, Spulen, wie auch immer. Wuppdiwappdi, mach mal, gib... Susi, du wirst langsam rot. Okay, jetzt hat's aufgehört. Oh. Du bist jetzt nicht verhungern, Kind, ne? Komm, tu dir einen von deinen leckeren Pfannkuchen in den Schädel, ne? Und... Reste von Apfelpfannkuchen essen, so ist richtig. Was mit Killer hier? Hunger? Okay, der pennt natürlich. Na, der wird schon was fressen. Also die Näpfe sind ja mehr als voll, ne? So, Susi, ne? Jetzt hier geht es noch klar mit deinem Apfelpfannkuchen. Kriegst das hin? Ja, sieht gut aus, sieht lecker aus, ne? Und dann ist zumindest der Hunger gleich erstmal gestillt, ne? Sie möchte hier ein bisschen Bass aufleveln. Ja, können sie machen, ja, ne? Die Musikkarriere, ne? Gibt's hier in diesem... Let's Play jetzt so erstmal nicht, ne? Wissen wir ja, ne? Graf ist eine Scheiße stehen. Hoffentlich macht die gleich beides weg da, ey. So, Norm Ben. Ist dem George auch noch hier am Ben? Oh, der liegt ja noch ganz genüsslich. Warum in der Hundehütte pennen, wenn ich hier so lecker im Bett liegen kann? Na gut, ich meine, in der. Was war das gerade? Hatte der nicht gerade irgendwie. Friedhof besuchen? George Orwell möchte den Friedhof besuchen. Alter, so einen Wunsch habe ich ja vom Hund noch nie gehört. Alter, wieso bist denn du so mobile unterwegs, mein Freund? Ja, geh erstmal einen kauen, so ist richtig. Aber, ey, liebe Leute, ein Hund, der einen Friedhof besuchen will? Ich meine, vielleicht gibt es ein paar Knochen, ist schon, aber habe ich bis jetzt noch nicht gehabt. So, dann Susi geht ins Bett, ne? Amadeus kriegt jetzt Gesellschaft, weil dem netten George jetzt hier sich ein bisschen na, sein Hotdog am Kauen ist, ne? So, dann spulen wir auch mal geflissentlich vor. Wenn das ganze Gesindel hier am Abknacken ist. Ich meine, gut, ist natürlich mit 3 Sims noch so eine Sache. Ne? Aber ich bin mal gespannt, wenn erstmal die 6 Sims von euch da sind. Ich habe übrigens auch gesehen, dass man, ich dachte, 7 Sims wäre so das höchste der Gefühle, was man in dem Spiel machen kann. Aber ich habe bei Daromir gesehen, dass 8 Sims auch gehen. Wusste ich irgendwie gar nicht. Werde das trotzdem erstmal bei 6 belassen, bei 6 Sims, die in die Staffel jeweils einziehen. Weil sonst werden die Staffeln auch so unendlich lang. Ne? Und das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja auch ein bisschen Action. Und mit jeder Abstimmung, mit jedem Voting wird es ja irgendwie dann so ein bisschen Action pur. Ne? Und insofern lassen wir es erstmal bei 6. Wenn hinterher
es gewünscht wird, dass wir 8 Sims machen, können wir auch mal machen. Ich muss mal gucken. Aktuell habe ich auf jeden Fall vor, das bei 6 zu belassen. Und jetzt spule ich vor, was ich eigentlich gerade schon machen wollte. Habe ich mich wieder um Kopf und Kragen geredet, ne? Weil ich das Maul nicht halten kann. Ne? Naja gut, ich meine, ein Let's Player, der das Maul hält, wäre auch wahrscheinlich kein guter Let's Player. Oder zumindest war, zumindest nicht, sagen wir mal, wäre vermutlich eher ein Vox. Also, was machen die jetzt hier? Okay, die sind sich hier ein bisschen was am Jagen, oder was? Okay. Der gute Killer, ne, setzt sich hier wieder auf das, wie auch immer. Oh, Amadeus ist wach, okay. Amadeus, was kommt denn jetzt? Was machen wir jetzt? Jetzt wieder Schach spielen hier, oder was? E2, E4. Alter! Ja, ey, mit so coole Tätowierung ist es zwar eine schöne Sache, Schach zu spielen, aber du musst auch mal ein bisschen, wie soll ich sagen, hier, dein Rock'n'Roll-Image gerecht werden. Aber die Computer sehen auch ganz witzig aus. Ja, ich weiß nicht, so ein Apple-Schmutz oder was ist das irgendwie? Ich meine, nichts gegen Apple, ist sehr teuer und gut und, ja, ja, ist ja sehr interessant, ne? Ist ja nur am Schachspielen, der Amadeus, ey. Alter, ne? Sind sie sich denn jetzt am Kebbeln oder sind die sich am... Ach, die blödeln herum. Jungs, der irgendwie Flausen im Kopf oder was hier, ey? Ja, müssen wir mal ein bisschen genießen, weil ne, in der nächsten Staffel gibt es nur noch den guten George Orwell. Der gerade ein bisschen Hunger hat. Alter, da sind so viele, die sind alle napfüllsüchtig. Da kriegst du mit Sicherheit was zu fressen. Ne? So, Susi, Saumpen hier, Amadeus, mein Freund. Ja, Schach. Alter. Ja. Und das sind so viele Möglichkeiten. Du spielst Schach, Alter. Ich meine, kann ich verstehen. Ja, Alter, es war noch keiner hier in dem schönen Plümsbecken. Ne? Hier habe ich so ein schönes Swimmingpoolchen hier hingestellt mit lecker Delfinen und so. Will keine Sau rein. Hier mit Sonnenliegen. Oh, wo ich gerade davon spreche, dass keiner rein will. Das Paparazzi-Pack scheint das doch sehr zu genießen. Ja, ich bin froh, dass du da bist, schönes Kind. Wie heißt denn du eigentlich? Pin Yin. Ach genau, Pin macht mal einen Körper. Super, das war zwar eher ein Bauchklatscher, aber ja nun. Ich bin froh, dass da zumindest mal jemand drin ist. Das ist ja unglaublich hier. Von dem verwöhnten Pack aus dem Big Brother aus geht ja keiner schwimmen, ne? Die stinken ja lieber bis umfallen, ne? Na, eigentlich müsste ich das ja abzäunen hier von wegen Paparazzis und bla bla bla, aber drauf geschissen. Ne? Wenn die Plümpsen gehen, sollen sie Späßchen haben. Und gleich noch Mai oder was? Ja, super. Komm. Arschbombe oder was? Was kommt jetzt? Bups, fast eine Arschbombe. Cool. So, ich habe gerade im Augenwinkel gesehen, der Graf ist aufgestanden. Ja, Durst. Geht erstmal einen Napf füllen. Ja, wie ich sagte, ne, die Eismaschine ist weg, jetzt sind sie alle am Näpfe füllen. Es ist unglaublich. Ich habe hier echt nur schwer psychisch gestörte Sims. Die haben alle irgendwelche Süchte, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Ich meine, Eis kann ich verstehen. Eis finde ich eine coole Sache, aber ich glaube, wir sollten den Quatsch hier mal ausmachen. Obwohl, naja, vielleicht fängt ja einer mal an tanzen. Ich weiß es nicht, Susi ist am Pennen. Oh, da steht sie auch auf. Oh, ich glaube, Sisi hat geweckt. Ja, das sieht verdächtig. Na, guck mal, sitzt sie, als könnte sie kein Wässerchen trüben. Ganz brav und unschuldig hier. Ich habe nichts gemacht. Guck ganz ja, süß rüber. Ah, ich liebe die Sisi. Die war letztens auch wieder bei mir, wollte rein, aber ich konnte sie nicht reinlassen. Ja, okay, ein kleines Gemälde. Geht weg, so. Ja, Susi, das ist natürlich nicht gut. Ne? Ist jetzt hier Energie die Hälfte. Was willst du wieder vom Grafen jetzt? Nicht wieder ach, über Kunst reden, okay? Boah, der Graf wird ja doch richtig zum Kunstkritiker in der Staffel. Ist ja unglaublich. Was ist denn das für ein Emblem? Das kenne ich ja noch gar nicht. Was war das? Bitte nochmal dran denken. Hallo, ja, okay, das ist ein Paragraph, aber eben... Oh, der ist wieder was am Planen. Ihr seht also offiziell, sind hier beim Bassspiel. Wir sind hier und so weiter. Mhm. Ja, Graf, da kommt dem Killer. Amadeus, jetzt was am Essen hier ist. Waffen zubereiten. Oha, ich hoffe, ich habe da einen Rauchmelder drin. Ich glaube, Amadeus hat noch nicht so wirklich gekocht. Ich glaube, hier hängt irgendein, da hängt ein Rauchmelder. Okay, ich glaube, da hängt auch einer. Ne? Ja, da hängt auch einer. Na gut, dann probier dich mal im Waffenbacken. Ladies and Gentlemen, wir backen Waffeln mit Amadeus. Amadeus Rockstein, seines Zeichens ein weltberühmter Gitarrero, ein weltberühmter Schlagzeuger. Ist jetzt hier ganz vertieft in Rühre, Pampe, Rühre und möchte sich jetzt ein paar Waffeln machen und wird jetzt gerade unterbrochen, weil Bagheera ihn beschnüffeln will. Da klebt ihm die Schüssel an der Hand, er greift durch die Schüssel durch und Meisterkocher, das wird auch mit Sicherheit vergammeln. Batibanochi? Wie Batibanochi? Ja, was ist denn hier los? Aber Amadeus, wieso machst du denn jetzt nicht weiter? Das dumme Vieh kommt ja jetzt nicht mehr.
Doch, da kommt sie. Ach ja, Bagheera. Was hatte die da für einen Wunsch? Ach, und etwas, auf etwas springen, okay. Ja, die Tierwünsche können wir ja ruhig reinnehmen. Ist ja erstmal egal, der hat alle drin. Okay, Sissi ist hier kräftig am Schrubbern. Das muss sie auch machen. Anderen Freund eingenäht. Ja, Amadeus Meisterkoch, ja genau, Amadeus Meisterkoch. Gerüchte, genau. Macht denn dem Georgia, der ist hier am Abkauen, okay. Okay, er macht weiter. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Amadeus bin ich doch sehr begeistert. Ich hätte gedacht, du lässt die Scheiße jetzt erstmal vergammeln. Aber irgendwie weiß ich nicht. War der in den anderen Staffeln auch immer schon so ordentlich? Meine Freunde, ich kann mich gar nicht dran erinnern. Liebe Leute, sag doch mal, war Amadeus als Rocker so anständig und aufräumsam und überhaupt und sowieso? Ich glaube, Susi ist am Blusen. Aber ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich hier jemals irgendwie, ne, Koch mit Amadeus eine Folge stehen hatte oder so, ne? Ich meine, na gut, ich meine, wir haben dem ja auch irgendwie mehr oder weniger nur Müsli sich in den Kopf drücken lassen, aber hier kochen, der hat echt, einen Kochpunkt hat er auf jeden Fall schon. Naja, ich meine, Nudelwasser lässt er vermutlich dann doch nicht anbrennen, ne? Ja, Amadeus bin ich ja doch, ne? Ja. So, Graf Alter. Oh, da ist ein Amadeus, ach. Deswegen hat er aufgehört. Der feine Herr hat den Computer kaputt gemacht und sich ganz klammheimlich verpisst. Ich denke mal, wenn die alle aus... Oh, da ist ja der Typ hier schon wieder. Alter, schrei nicht so, wenn ich hier am Erzählen bin. Aber gut, der Computer ist in der Melle. Nee, mein Amadeus ist natürlich ein hochtalentierter Handwerker, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Na, hat er doch hier tierisch was auf der Pfanne, ne? Ja, hier Handwerk 6 immerhin. Ne? Damit kannst du auf jeden Fall so einen schönen Computer reparieren. So, dort Susi ist hier lecker bei der Disco-Beleuchtung sich einen Blusen. Schöner Blusen, ah, wie immer, Standard. Ah, dem Graf geht jetzt endlich was trinken, ey. Ich denke mal pinkeln auch. Okay, der hat soziale Kontakte, Sims soll ein regelmäßiges Haus verlassen. Ja, ne. Graf, Alter, du bist hier bei Big Brother, da darf nicht jeder machen, was er will, ne. Da gibt's gewisse Regeln und, mal gucken, vielleicht machen wir in der Episode, wenn wirklich nur noch 2 Sims da sind, können wir mal in eine Disco fahren. Vielleicht können wir auch immer den 3 in die Disco fahren. Ich weiß es noch nicht. Also ich werde jetzt gleich noch die Bagheera nicht genug Aufmerksamkeit bekommen. Aha. Sonst kommt der Sozialarbeiter. Aha, okay. Ja, dann kümmert euch. Oh, die haben alle diesen Sozialbalken, soziale Kontakte. Ja, das ist das Big Brother Fieber, das Big Brother, der Koller sozusagen. Ich denke mal, stellt euch mal vor, ihr werdet wirklich auch im echten Big Brother Haus. Also ich würde da keine 2 Wochen aushalten, da würde ich einen totalen Lagerkoller kriegen. Was ist jetzt hier los? Ja, aber Bagheera ist doch irgendwie alle am Untersuchen, am Ablenken und hast du nicht gesehen, berühmter Gastauftritt. Ey, Jungs, man, berühmt ist er, Graf Dracula, ne, aber für so einen Quatsch hier nicht zu haben. Der ist hier immerhin, ne, der steht bei mir unter Vertrag, der darf hier nichts annehmen, ne, das ist Big Brother Star, ne. So, sind denn die Pfannkuchen schon verdorben? Ach, das sind Waffeln, die er mit dir jetzt gemacht hat. Cool. Naja, was macht er jetzt hier? Negativ reagieren, ach, das ist Bagheera. Ja, dann kümmert euch doch mal ein bisschen um die Menschen, bevor ihr der Sozialarbeiter kommt. Das wäre ja schrecklich. Ich werde nicht eingreifen. Ich werde eingreifen in den Staffeln, die ich mit euren Sims spiele, wenn das droht, dass George Orwell irgendwann weg ist. Ne? Und dann werde ich auf jeden Fall interagieren. Aber die Tiere sind hier eh nur Luxus. Ne? Da werde ich einen Teufel tun. Ne? Es sei denn, es geht um den guten George. Dann wird auf jeden Fall irgendein Sim interagieren müssen. Denn der bleibt drin, das ist das Big Brother Maskottchen und so weiter und so fort. Aber jetzt mal hier, ehrlich, pass mal auf. Du wirst dich jetzt hier mal ein bisschen um Bagheera kümmern. Na, die Tiere können wir ja ruhig irgendwie ein bisschen miteinander spielen lassen, freundlich, beschnüffeln. Oh, Mann. So, anschmiegen, so. Reich und schön. Ja, schön hält der Graf sich für, aber reich ist hier aktuell total egal. Komm jetzt hier mal, Bagheera, ne? Hier sozial. Müssen wir mal ein bisschen jetzt hier auffüllen, ne? Komm, dann lass dich jetzt auch nicht hängen. Jetzt ihr, Sissi hat hier viele Interaktionen angeboten. Mach klar da. Na, guck mal, wächst doch schon wieder. Na, George steht da und passt auf, ne? Killer ist irgendwas am Abschnüffeln, ne? Und... Okay, ach, Amadeus ist hier am Ablösen. Cool, wusste ich gar nicht. Ich dachte, Susi wäre noch dran.
Und dem Graf ist am Zugucken, oder was? Steht jetzt auf der Tanzfläche und wackelt wahrscheinlich lustig mit dem Kopf hier. Wackeldackel auf der Tanzfläche, Graf Dracula mit schönen leuchtenden Augen. Was denn mit? Okay, Susi geht was duschen. Ja, die kriegen alle einen Lagerkoller. Aber die Leute, das ist Lagerkoller, das kann vorkommen. Na, müssen wir mal gucken, ne? Oh, Graf, geh doch pinkeln, wenn du musst, ey. Also diese Sims, ich kann's nicht verstehen, Alter. Ja, wenn der jetzt nicht, ja, dann würde ich sagen, ne? Dann würde ich sagen, weißt du was, Alter? Wenn du nicht in der Lage bist, aufs schöne Toilette zu gehen, dann mach dir in die Hosen. Liebe Leute, ob Graf Dracula sich tatsächlich in die Hosen machen wird, das, meine lieben Freunde, werden wir in der nächsten Folge erleben. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es macht euch ein bisschen Spaß. Ist ja hier, wie gesagt, jetzt nur wir gehen also langsam dem Ende entgegen. Der nächste Vote ist ja schon dann der, ja, der, wo dann nur noch zwei übrig bleiben und dann ist der Staffelsieger entschieden. Aber soweit ist es noch nicht. Wir haben ja noch diverse Sachen vor. Kommentiert doch mal jetzt nicht vielleicht unter dieses Video generell mal, ob wir vielleicht doch nochmal mit den Sims in die Disco fahren sollen, ob wir wirklich tatsächlich, Big Brother sagt ja, nicht aus dem Haus raus, ne? Aber ich bin da offen, wenn ihr mehrheitlich sagt, ja, doch, lass uns mal irgendwie, wird sonst zu langweilig, wie auch immer, fahr mal irgendwie in die Disco mit den Jungs, dann gucken wir mal. Ich bin ehrlich, ich würde es erstmal lassen, weil, wie gesagt, Big Brother heißt Big Brother Haus, Big Brother Container und, ich bin aber zur Verhandlung jederzeit offen. Liebe Leute, in diesem Sinne, ab in die Rinne. Freunde, haltet euch wacker. Ciao, ciao, euer Spielkind 45.